Hast du schon mal die ganze Nacht Netflix geschaut? Keine große Sache am Samstag, aber an Schultagen ist das nicht die beste Idee. Oh nee, meine Mutter kommt. Kate? Was machst du noch im Bett? Ah, vielleicht hilft dir Tageslicht, um wach zu werden. Der Bus ist in 15 Minuten da, Kate. Ach, warum bist du auch immer so lange wach, dass du morgens nicht rauskommst? Was hat die denn für ein Problem? Ach, warum bin ich nur die ganze Nacht aufgeblieben? Und das sieht man auch. Oh, ich sehe ganz schön fertig aus. Aber vielleicht finde ich einen Weg, zu Hause zu bleiben, um auszuschlafen. Und dieses kleine Handtuch wird mir helfen. Wenn das Wasser schön heiß ist, tauche das Handtuch für ein paar Minuten ein. Lass es ein wenig abkühlen und leg es direkt auf deine Stirn. Ja, schon bald fühlt sich dein Kopf warm an. Perfekt. Lass es drauf, bis deine Mutter zurückkommt, um nach dir zu sehen. Du liegst immer noch im Bett, Kate. Kate? Kontrolliere meine Temperatur. Ich fühle mich schrecklich. Mal sehen. Du fühlst dich warm an, Schatz. Okay, du bleibst liegen und ich hol dir Medizin. Mädel, du hast dir gerade ein paar kostbare Schlafstunden ergaunert. Aber zuerst noch eine Folge. Ach, ich bin so ein Genie. Toll, oder? Hey Adam, was gibt's? Hi Lana. Hey, du siehst traurig aus. Was ist denn los mit dir? Oh, sieht so aus, als wäre Adam bei der Prüfung von letzter Woche durchgefallen. Oh, ich habe so viel gelernt. Soll ich das für dich in Ordnung bringen? Hier, gib mir mal den Zettel. Lass uns die 6 loswerden, ja? Wusstest du, dass man rote Farbe entfernen kann, wenn man mit einem Glätteisen darüber fährt? Ja, viel besser. Ja, und? Was meinst du? Na, das hat Adam wieder zum Lächeln gebracht, Ha, gut gemacht, Lana. Hey, würdest du mit mir teilen? Oh, Adam starrt mich an. Hi. Tschüss, Kate. Was? Willst du meinen Snack teilen, Adam? Oh nee, wie verschwindet meine Süßigkeiten an dem Typen? Hä? Na, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Ihr könnt Süßigkeiten nämlich direkt in die Haarbürste packen. Sie passen perfekt unter die Borsten. Wenn ihr also dringend etwas Zucker braucht, kämmt euch einfach die Haare. Hä? Hey, gib mir mal welche. Na, egal. Vergessen, für den morgigen Algebra-Test zu lernen? Schneide ein Radiergummi in der Mitte, ohne die Klinge vollständig durchzustecken. Schneide nun den Radiergummi in der anderen Richtung und nimm ein Stück heraus. Sobald das Stück draußen ist, lege es flach und offen hin. Nimm einen Klebestift und bestreiche beide Seiten mit Kleber. Schreibe alle Gleichungen, die du für den bevorstehenden Test benötigst, auf ein kleines Blatt Papier und klebe sie in den Radierer. Sobald es trocken ist, schließe ihn. Ich habe gehört, du verkaufst Radiergummis. Klar, ich nehme auch Süßigkeiten. Links haben wir Algebra, rechts Geometrie. Treff deine Wahl. Entscheide dich schnell. Ja. Okay, jetzt ab mit dir. In Ordnung. Es ist Prüfungszeit, aber im Gegensatz zum Rest der Klasse haben diese Mädels die richtigen Antworten parat. Oder Radiergummis. Oh Mann, diese Fragen sehen schwer aus. Gut, dass sie ein Backup haben. Oh ja, alles kein Problem. Wow, wer hätte gedacht, dass du all diese Formeln auf so ein kleines Stück Papier bringen kannst? Nein, kein Schweiß auf Amys Stirn. Vorsicht, Lilly, der Lehrer ist da. Okay, die Zeit ist um. Reicht eure Tests ein, Mädels. Wir brauchen nicht zu warten, um die Tests zurückzubekommen. Wir wissen bereits, dass wir es geschafft haben. Cool. Wenn du im hinteren Teil des Klassenzimmers sitzt, kannst du mit fast allem durchkommen.
Aber das bedeutet nicht, dass du mit deinen außerschulischen Aktivitäten nicht auch noch hinterhältig sein solltest. Entschuldige mal. Ach, Entschuldigung, Lehrer. Ich habe gerade mein Make-up fertig gemacht. Ich werde es jetzt wieder wegräumen. Sieht so aus, als wäre Kevin im Spiel schon einen Schritt voraus. Die hat keine Ahnung. Das war knapp. Okay, und zurück zum Spiel. Hey, wie kommst du damit durch, Kevin? Ich will auch spielen. Ich will nicht der einzige Trottel sein, der hier was zu lernen hat. Möchtest du dein eigenes, hinterhältiges Notizbuch wie Kevin haben? Platziere dein Make-up, dein Spiel oder was auch immer in der Mitte der Seite und umzeichne es mit einem Bleistift. Entferne nun den Gegenstand und schneide mit einer scharfen Klinge entlang der Linien, die du gezeichnet hast. Oh, pass auf die Finger auf. Nimm die Mittelteile heraus und du hast dein eigenes geheimes Notizbuch versteckt. Passt perfekt. Jetzt kannst du dein Make-up im Unterricht machen, ohne dich zu verraten. Ziemlich genial, oder? Schnell, der Lehrer hat sich umgedreht. Es ist die perfekte Zeit für eine schnelle Lidschattenbereinigung. Hey, sieht so aus, als hättest du mehr von mir gelernt als vom Lehrer, was, Vic? Oh, Lehreralarm. Ganz normal benehmen. Hey, Lehrer, schau, wie hart wir hier arbeiten. Das war knapp. Fühlt sich ziemlich gut an, böse zu sein, oder? Okay, zurück an die Arbeit, Leute. Wir haben bald einen Test, erinnert ihr euch? Du kannst dir keinen Tag ohne deinen Lieblingskaugummi vorstellen? Dann weißt du wahrscheinlich schon, dass das Kaugummi-Kauen während des Unterrichts super schwer sein kann. Ja, mein Lieblingsgeschmack. 1, 2, 3, boom. Ah, Mensch, Lilly, du hast mich wirklich erschreckt. Aber wenn du mir ein Stück Kaugummi gibst, vergebe ich dir. Kevin, du kannst nicht einfach meinen Kaugummi klauen. Wenn du eine Tarnung für deinen Kaugummi brauchst, dann liegt die Lösung direkt vor deiner Nase. Wenn du einen rechteckigen Textmarker herumliegen hast, schnapp dir einen Cutter und schneide die Kunststoffspitze ab. Nimm als nächstes etwas Heißkleber und gib es auf die Spitze, die du gerade geschnitten hast. Klebe es nun auf das Ende deiner Lieblingspackung Kaugummi. Wenn du das Logo des Textmarks auf die entsprechende Farbe drucken kannst, bekommst du einen geheimen Kaugummispender. Niemand wird jemals wissen, dass du während dem Markieren von Texten auch in Kaugummi schwelgst. Ja, das bleibt unser kleines Geheimnis, okay? Hey Lilly, kaust du Kaugummi? Aber wo ist er denn? Ich sehe keinen auf deinem Tisch. Ja, das liegt daran, dass es in ihrem Textmarker versteckt ist. Sorry, Kevin. Schauen wir mal, welche Bücher ich heute brauche. Oh, vergiss deinen Stift nicht. Was? Heute ist ein Mathe-Test? Oh nee, wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe nicht mal gelernt. Oh, was mache ich denn jetzt bloß? So fängt das Schuljahr ja gut an, Vicky. Moment mal, diese kleinen Pflaster könnten den Tag retten. Wenn du dich von einem großen Test in einer misslichen Lage befindest, benutze ein Pflaster, um einen kleinen Sprichzettel zu verstecken. Stell einfach sicher, dass das Papier kleiner als das Pflaster ist und du kannst loslegen. Jetzt wickle es einfach um deinen Finger, sodass es niemand sehen kann. Und du kannst es dem Pflaster überlassen, dich besser zu fühlen. Gut, ich denke, ich bin bereit für den Unterricht. Es ist gerade mal die erste Frage und ich bin schon verloren. Okay, das ist der perfekte Zeitpunkt, um einen heimlichen Blick auf meinen kleinen Freund zu werfen. Ja, jetzt erinnere ich mich an die Formel. Oh, schnell, mach das Pflaster wieder dran, bevor der Lehrer es sieht. Oh, du bist so raffiniert, Vicky. Was steht heute auf der Tagesordnung? Oh nee, warum fühle ich mich denn so nass? Oh, sieht so aus, als hätte einer deiner Stifte schwarze Tinte über deine Sachen geleckt, Amy. Das ist eklig, oder? Aber vielleicht ist dein Zeug nicht völlig ruiniert. Ja, so sieht eine Idee aus. Möchtest du deinen Stiften und Bleistiften ein wenig Farbe verleihen? Fülle einen großen Behälter mit Wasser und deine Lieblingsnagellackfarbe. Nun kippe den Nagellack ins Wasser. Wenn du das getan hast, kannst du weitere Farben hinzufügen und diese nach dem Zufallsprinzip verteilen. Nimm nun deinen Bleistift und tauche ihn langsam in die Flüssigkeit ein. Und nimm ihn auf die gleiche Weise auch wieder heraus. Du kannst das so oft tun, wie du möchtest und mit verschiedenen Farben experimentieren. Wow, wo hast du denn die Stifte her? Möchtest du einen haben? Ah, danke, Amy. So macht man aus Zitronen Limonade, Mädels.